Zeit einstünden wir vor unserem nächsten Gegner. Und damit, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kirby's Return to Dreamland Deluxe, meinem absoluten Lieblingsspiel. Und heute, wenn ich das hier richtig sehe, stellen wir uns dem nächsten Boss. Ich sehe Lava. Ich mag Lava nicht. Oh, wir haben sehr viel zur Auswahl. Oh, das könnte schwer werden, actually. Was machst du? So was Krasses? Das ist voll das unnötige Item. Okay, hätten wir es auch geklärt. Was machst du? Ja, warte, kann ich auch hier gedrückt halten? Nee, okay. Dann finde ich, sind wir mit den Bomben eigentlich good to go. Das sagt er jetzt noch. Jo, okay. Dann rein da zum Boss der siebten Levelwelt. Welt, aber es ist eigentlich ein Level und dadurch auch eine Stage, aber irgendwie weird. Oh, es ist der Typ! Okay, okay. Den haben wir ja schon so vor 2, 3 Folgen gesehen. Das ist der, der uns davon abgehalten hat, irgendwie. Nee, das ist der, der auf dem Planeten von Magalor ist, so ein bisschen Terror macht. Landia! Oh ja. Ich drück nach oben. Glaubt mir nur keiner. Ui. Es geht gut los. Einfach rein da. Einfach gar nicht überlegen, einfach da rein. Oh, nee. Ich fliege. Es ist so stupid. Gib mir mein blödes Item. Hallo. Nein. Dankeschön. Das ist unfassbar. Oh, hier ist dann die Hitbox wieder. Ah, das ist so unfair. Na klar. So, jetzt aber rein da, komm. Hälfte Leben und jetzt mache ich keinen Schaden mehr für ein paar Sekunden, weil ist halt so. Okay, ihr teilt euch auf. Oh. Was passiert jetzt? Ich dachte, es passiert irgendwas Krasses. Ja, what's going on? Aber ich wurde nicht getroffen, das ist schön. Ich glaube, hier in der Mitte bin ich safe. Na, ich dachte, ich wäre tot. Aber ich glaube, jemand anderes zieht von dann. Oh, aber ich blinke rot. Das ist kein gutes Zeichen. Sind wir beide gestorben? Bravo, Kirby. Du bist deinem Ruf als Helden echt gerecht. Lindia ist besiegt. Und dadurch bin... Gott, ich weiß nicht. Und jetzt gehört sie endlich mir. Die Quelle unversiegbarer Macht. Die Meisterkrone. Sie ist mein. Es war von Anfang an mein Ziel, diese Krone an mich zu bringen. Was guckst du mich so verdutzt an? Na schön, ich erkläre dir alles. Nachdem ich gegen Lindia verloren hatte, musste ich auf den Planeten Pop fliehen. Und da kam mir der geniale Einfall. Ich beschloss, dich dazu zu bringen, Lindia für mich zu besiegen. Genial, wie ich finde. Und dann hast du mir sogar noch geholfen, den Sternkreuzer zu reparieren. Danke dafür. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, in der dein Planet und das gesamte Universum sich vor mir verneigen werden. Und weil du eine so große Hilfe warst, ist dein Plan zuallererst dran, dein Planet.
Auf die Knie, Planet Pop, begrüß deinen neuen Herrscher. Level 8. Eine andere Dimension. Das wird cool. Darf ich mal bitte Kritikpunkt äußern? Die Cutscenes sind einfach nur... Das ist mir gerade zum ersten Mal richtig aufgefallen. Cutscenes ohne Soundeffekte, nur mit Musik einfach. Die so tut, als wäre sie was Besonderes. Ist... Dankeschön. Ist jetzt nur eine Frage. Ist die ganze achte Welt so aufgebaut? Ich kann mich nicht umdrehen. Keine Ahnung, wie ich nach da hinten kommen soll. Nee, ich versuche eigentlich Ärger hier aus dem Weg zu gehen. Das ist wichtig. So, da bin ich wieder. Guten Tag. Aber, ist aber auch immer ein Stück mit Scam verbunden, das Ganze. Wie soll man denn das durchspielen, ohne getroffen zu werden? Das ist ja unmöglich. Also, jetzt mal for real. Zack, durch da. Ja, natürlich kann... Alle. Ja, das One-Up kriege ich nicht. Bumm. Ja, das weiß ich, dass das passiert. Es passiert so viel random Stuff in dem Spiel. Und das ist mein Kritikpunkt. Zu viel random Stuff. Warum musste jetzt hier eine Ladesequenz hin? Okay, das können wir nicht besiegen. Da müssen wir einfach rausweichen. So, jetzt kommt er wieder. Er despawnt nicht. Okay. Ja, was hätte ich... Nee, es bockt halt... So bockt dieses Game halt gar nicht. Also halt wirklich null. Ich muss da unten hin. Was soll ich an solchen Passagen anders machen, außer schießen zu spammen? Ach ja. Dieses Spiel, es ist so... Ein Erlebnis. Das Spiel ist ein Erlebnis. Wortwörtlich. Erlebnis muss aber nicht immer gut sein. Eine weitere Ladesequenz oder kommt jetzt auch noch was? Ne, es ist nur eine Ladesequenz, oder? Ja, natürlich. Es ist eine Cutscene. Wer bist du? Ist das dieser Giga-Magolor? Ich glaube schon. Ja, Lore und Magolor. Was ist Lore? Lore heißt das Schiff? Ich dachte, das Schiff heißt Sternkreuz. Yo, alles klar, natürlich, klar. Gib mir Cuphead-Vibes. Nur so viel ich weiß... Ist Cuphead schwerer. Na klar. Hallo! Scam. Natürlich. Und no front, aber Cuphead hat eine einfachere Steuerung. Oh, nächste Phase. Boom! Ja, natürlich. Und jetzt hat er so eine Disco-Kugel um sich herum. Ich kann den von hinten nicht angreifen.
Ist nur was ich mal anmerken wollte. Und so weit rauszögern wie möglich, wichtig. Okay, wieder die Dinger. Einfach ausweichen. Okay. Wichtig, wichtig, wichtig. Uiuiui. Ja, wie random. Na klar. Das ist... Ich würde lieber Cuphead spielen. Im Kaizo schweren Modus. Ich glaube, das wäre entspannter. Und fairer. Ja, ey, dieses Spiel, es macht mich so fertig. Das Spiel ist an sich nicht schwer, aber halt unfair. Das ist das, was mich stört. Dass der Kampf hier nicht zu schwer ist, das ist mir schon klar. Aber halt dieser, ja, du kriegst jetzt halt einen Treffer, weil ich mache jetzt irgendeine Random-Attacke, die du nicht einsehen kannst, weil sie innerhalb von einer Nanosekunde in deinem Gesicht liegt. Du kannst nicht ausweichen, weil du musst halt im Vorherfeld schon wissen. Und das ist halt stupid so. Das ist ein Treffer, den ich nicht einstecken möchte, auch wenn er nicht viel Damage macht. Es ist trotzdem so. Und baut doch Soundeffekte in die Cutscenes ein, Mann. Puh, puh. Tschu, 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 tschu. Hua. Wenigstens hatten wir Soundeffekte. Warum brennt das? Ich will meine Bombe behalten, glaube ich. By the way, es ist nur so eine Frage. Ist das der Endboss? Oh, hier hätte ich einen Random bekommen können. Warte, was? Ich krieg meine Bombe nicht mehr, oder? Oh, aber Eis will ich auch nicht. Eis ist stupid. Ich will sowas, was auf Distance gehen kann, aber auch in alle Richtungen. Ja. Nee, Schwert ist stupid eigentlich. Der kann doch auch nach oben. Ja, ja, okay. Dann wir nehmen den Roboter. Ich darf halt nur nicht schlagen. Mal gucken. Ich bin... gehypt. Ist das wirklich schon der Endboss? Das wäre schade. Wir haben noch keine Overworld gesehen. Deswegen frag ich. Hört ihr das, Guys, im Hintergrund? Das sind Soundeffekte. Und die sind nicht von mir. Ich bräuchte bitte meine Taste. Danke. Ich habe ihn noch nicht einmal getroffen. Okay, er hat mehr als nur eine... Er hat mehr als nur eine Phase. Das war jetzt zum Beispiel eine Attacke, die war schön. Die hätte man sehen können, wenn man drauf geachtet hätte. Das ist eine Attacke, die ist einfach ehrenlos. Wohin? Was muss ich tun? Ich check's nicht. Und dann teleportiert er sich halt immer weg. Ja, wichtig, nächste Phase. Er macht jetzt irgendwas. Das wird jetzt cool aussehen und dann ist wieder was Unfaires. Das saugt mich ein. Oh mein Gott, ich halte doch schon dagegen. So, spawn jetzt, er teleportiert sich. Oh ja, wichtig. Komm. Rein, 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 rein da. In dein Gesicht. Achso, jetzt ist die Sonne nichts mehr was dich anzieht, sondern ein riesengroßer Laserstrahl, weil das macht ja Sinn. Und die Sonne, die er jetzt spawnt, die macht jetzt wieder sowas hier und gleich, wenn das vorbei ist, gibt es dann wieder in der Mitte so einen Stern. Nein, diesmal nicht. Ja. Es ist so random. Oh, ich brauche wieder so eine Superfähigkeit. Und zwar Feuer. Okay, okay, okay. Komm doch jetzt vor, Kollege. Natürlich. Ach komm, nee. Es ist so dumm.
Ja. Ich will ihn erschießen. Dankeschön, du hässliches Wesen. Stirb. Nochmal in dein Gesicht. In dein Gesicht. Na klar. Das ist vor allen Dingen ein Angriff, ja. Den könnt ihr nicht mal ausweichen. Oh, ist das nicht hart mit dem Ding? Nö, gar nicht. Aber er kann sich einfach dann wegteleportieren. So, was passiert jetzt wieder? Jetzt spawnt wieder so ein Ding in der Mitte, was komplett random ist. Genau, genau. Mhm, hab ich direkt verstanden. Das ist so stupid. Komm schön da rein. Wichtig. Gib mir doch wenigstens was, womit ich dann angreifen kann, Kollege. Schwert. Schwert finde ich ist gut. Jawoll! Yes! Warum hatte ich irgendwie das Gefühl, dass es noch nicht vorbei ist? Es tut mir leid, Guys. Aber es ist tatsächlich im Bereich des Möglichen. Natürlich, klar. Dass die Aufnahme anfängt zu laggen, weil sich zu viel im Bild bewegt. Oh nein. Ich dachte, da kommen jetzt wieder so Tiere gespawnt, Tiere, die ich usen kann. Wie weiche ich Dingen aus, die mich umkreisen? Jetzt passiert wieder was Randommäßiges. Wollen wir wetten? Du hast nicht mal die Zeit, wegzufliegen. Ich werde hier sterben. Bitte, bitte. Will ich, dass der Controller kaputt geht. Wait a sec. Wait a sec. Wait a second. Okay, okay. Ich dachte gerade, alles wieder von vorne. Aber nein. Das ist immerhin etwas. Dann habe ich wenigstens, ja. Believe it or not, ich habe Items und sogar volle Leben. Okay, was macht er? Jetzt kommen diese Stacheln. Die sind vorher anders gekommen, aber jetzt kommen die halt so. Das muss ich akzeptieren. Oh, man kann doch ausweichen. Okay. Aber du musst halt auch erstmal wissen, dass du ausweichen musst. Soll nicht heißen, dass ihr wisst schon. So, ducken. Du musst halt wissen, dass er unten kommt, weil du nicht die Zeit hast, auszuweichen. So, jetzt macht er wieder seinen... Isa, bitte! Jawohl. Komm her, ich esse dich zum Frühstück, Kollege. Er spawnt wieder Gegner. Er spawnt in mir, sorry. Ich finde es nicht gut, dass er sogar derum viele Leben hat. Ja, das ist komplett random, aber gut, dass ich ausgewichen bin.
Verkauf dich. Ja, klar. Sind das auch Stacheln? Ja. Okay. Ja, wir haben... Ich dachte, wir haben ihm eine Hand abgeschlagen. Das wäre ein bisschen brutal gewesen. Ach so. Natürlich. Er kann... Oh, was? Ich war doch nicht mal in seinem Schwert drinne. Es ist so... Es ist Betrug. Was macht er? Ich... mag diese Dinge am Rand nicht. Na klar. Okay, die visieren mich wieder an. Okay. Ey, gegen eine Heilung hätte ich eigentlich nichts. So, was macht er? Ich wieder hier unten einfach. Okay. Ich kann das auch nicht treffen. Wie kann man denn nur so einen scammy Spawn haben? Na klar. Bitte. Oh. Ich will mit dem gar nichts zu tun haben. Der geht unten, okay. Der geht überall. Bitte. Let's go! Ah! Ah! Ja, an der Stelle laggt es wieder. Ist schön.
kommen wir zum Fazit dieses bombastisch spaßigen Spiels. Wie fangen wir da jetzt am besten an? Also, seid gespannt. Wir fangen mit den positiven Punkten an. Die Musik ist echt schön. Die Musik ist passend. Die Musik ist immer gut gewählt. Kommen wir zu den negativen Punkten. Es tut mir so leid, ich werde das jetzt so zerreißen. Es tut mir gar nicht leid. Okay, wir fangen mit dem meiner Meinung nach schwerwiegendsten, krassesten Punkt an. Ich will nicht sagen die Schwierigkeit, sondern diese Randomness bei Kämpfen, so, dass du nicht wirklich predikten kannst, was macht dein Gegenüber jetzt. Oder dass du irgendwo langläufst und aus dem Nichts kommt ein Gegner. Oder wir hatten, ich weiß nicht, ob es in der letzten oder vorletzten Folge war, da war es so, da sind Gegner, einfach, wir sind ins Ziel, waren wir am Laufen. Und kurz bevor wir im Ziel waren, sind einfach drei Gegner random gespawnt. Aus dem Nichts, so drei Ninjas oder so waren Ninjas, ich weiß nicht genau. Warum? Lasst es. Niemand möchte das. Also, ich möchte das nicht. Also, Randomness ist wirklich, das ist der schwerwiegendste Punkt. Wir haben 10 von 10 Punkten. Die Randomness zieht schon mal 3 ab. Wir sind jetzt bei 7 von 10, ja? 7 von 10, deswegen schon. Es ist ein wahnsinnig abwechslungsreiches Spiel. Keine Ahnung, für mich hat sich jedes Level innerhalb einer Welt gleich angefühlt. Die Schwierigkeit ist natürlich immer gestiegen, so von Welt zu Welt, aber so die Level an sich fand ich alle sehr ähnlich. 6 von 10. Ihr merkt schon, ich bin nicht so der Fan des Spiels. I mean, obviously. Die Steuerung in einem Jump-and-Run-Game von Nintendo, einem Kirby-Videospiel, ist Müll. Also, ich sag's, wie es ist. In den ersten 2-3 Welten war die Steuerung echt akkurat und gut. Ich war sehr zufrieden. Und ab Welt 3, ab der Wasserwelt, hat sich die Sprungphysik und das Bewegen von Kirby verändert. Das habe ich auch schon damals angesprochen. Damals, das ist 2-3 Wochen her, habe ich das auch schon angesprochen, dass mich das tatsächlich stört. Ich finde, ein Jump'n'Run sollte eine Steuerung haben, die gut funktioniert und die sich nicht mitten im Game einfach verändert. Also so auf komplett random. Ja, das ist der nächste Kritikpunkt. Das ist halt die Steuerung, Guys. Das ist das Essentielle an einem Videospiel. Ja, 4 von 10. Ich bin nicht fertig. Weiß ich noch nicht. 4 von 10 ist halt echt low. Echt low. Ich hatte halt einfach keinen Spaß. Es hat ab einem gewissen Punkt hat es halt keinen Spaß mehr gemacht. Das hat man mir angemerkt. Es war nicht schön. Es gibt bessere Sachen als dieses Spiel. Natürlich, ich bewerte jetzt erstmal das Main Game. Das, was wir jetzt gespielt haben, ist ja im Groben und Ganzen das von der Wii. Und alles, was neu ist, kommt ja jetzt erst noch mit dem Magolor-Epilog. Und den schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. 4 von 10 ist sehr low. Stand jetzt kann ich dieses Spiel nicht empfehlen. Auch wenn ich unten den Link drin lassen werde, ich empfehle euch nicht, dieses Spiel zu kaufen. Es ist... macht keinen Spaß. Fertig. Tschüss, bis auf nie wieder. Bitte. Ich hab Angst. Und noch mehr. Gibt's da eine Cutscene? Nein. Story-Modus abgeschlossen. Für das Abschließen des Story-Modus hältst du Verräter Magolor. Zu freundlich. Der Extra-Modus ist ab jetzt anwählbar. Ein völlig neues Abenteuer wartet dich. Die Arena kannst du jetzt auch machen. Und wir haben noch was. Der Magolor-Epilog. Genau. Das ist so viel ich weiß. Und die Jukebox. Darf ich mit 2 Sekunden ausreden?
Ich weiß nicht, was extra ist. Schaue ich mir dann. Aber sonst werden wir beim nächsten Mal mit dem Magolor Epilog starten. Guys, wenn euch das Ganze gefallen hat. Oh, by the way, den Endboss noch kurz am Ende bewerten. Ganz kurz noch hinten reinquetschen. Der Endboss war okay. Der war jetzt nicht der schlechteste. Ich sage, es war von allen Bossen war es meiner Meinung nach der beste und coolst aufwendigste, so animationstechnisch und so. Er war gut inszeniert. Aber vom Kampf her war er halt random und nicht gut. 7 von 10, 6 von 10 maximal. Okay, Guys, wenn euch das Ganze gefallen hat, Like da lassen und abonnieren, um den Magolor Epilog nicht zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao, ciao, Leute.